Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute teste ich wieder mal eine Müllermilch limitiert weiße Schoko Macadamia Geschmack. Bleibt dran! Also, Macadamia Geschmack und weiße Schokolade. Habe ich, glaube ich, noch nicht getestet. Also mir kam es jetzt unbekannt vor. Wenn ich schon getestet habe, erinnert mich dran, weil ich habe so viele Getränke schon getestet. Ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht alle merken. Ja. 5x5.000 € Finderlohn. Das wäre doch gelacht, wenn da nicht hier das Ding jetzt gleich Mu macht, ey. Ja, was es gekostet hat, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube 1,79. Gehen wir mal von dem Preis aus. Ihr könnt mich auch korrigieren. Das Design finde ich klasse. Also ich finde die Müllermilch-Designs immer total schön. Ja, also das ist halt schön gezeichnet hier. Die Macadamia-Nüsse, die Schokolade und so. Finde ich super. Gibt schon mal 4 Sterne fürs Design. Okay. Schütteln. Hoffentlich macht es gleich Mu. Ey, das wäre so... Oh. Nee, macht keinen Mu. Schade. Vielleicht nächstes Mal. Jo. Dann testen wir es mal. Prost. Wunderbar. Schmeckt nach weißer Schokolade, nach Macadamia. Wobei, es schmeckt mehr nach weißer Schokolade. Muss man ganz ehrlich zugeben. Preis-Leistungs-Verhältnis, es ist halt teuer. Das ist bei Müllermilch halt so. Und Preis-Leistungs-Verhältnis 3 Sterne. Und geschmacklich. Geschmeckt wie weiße Schokolade mit einem Spritzer, mit ein paar Nüsschen Macadamia drin. Aber es schmeckt gut, es schmeckt erfrischend, kräftig. Genau so soll es sein. Geschmacklich auch 4 Sterne dafür. So, das war es wieder für heute. Ein kleines Like, wenn nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich noch testen kann. Ihr seht ja, ich teste alles durch. Also dann, gute Fahrt, Jungs und Mädels.